Herzlich willkommen heute in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute zu Gast Dr. Ingfried Hobert und er ist Allgemeinmediziner, Facharzt für Ganzheitsmedizin und Ethnomediziner. Das bedeutet, er bereist die Welt und schaut für seine Patienten und für uns, vor allen Dingen auch Sie Zuschauer, was die ganzen verschiedenen Kulturen, die natürlich auch lange leben und gesund sind, so für Tipps haben und Tricks haben, ob Wurzeln oder Kräuter, und versucht es dann für uns in einem idealen Komplex zusammenzufassen und wir können es dann dementsprechend auch nutzen. Und heute besprechen wir einfach mal Dinge, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, die wir einsetzen können in verschiedenen Bereichen. Hallo Ingfried. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, wir steigen direkt mal ein. Gibt es ein Mittel aus der Natur, wo du sagst, Mensch, da haben wir also so eine antibiotische Wirkung, da kann ich das chemische Antibiotika direkt gleich über Bord werfen, dann, wenn ich das optimal einsetze, dann habe ich das aus der Natur und schädige dadurch nicht, also anti gegen das Leben, sondern irgendwas für das Leben? Es gibt unglaublich viel. Ich habe in meinen 35 Jahren, die ich jetzt als Arzt praktiziere, bin ich ja immer herausgefordert, was wirkt und was wirkt nicht. Und immer wieder stelle ich fest, dass viele Dinge, von denen man glaubt, es würde gut wirken, gar nicht so gut funktionieren. Und andere wirken unwahrscheinlich, aber werden gar nicht von der anderen, von der Schulmedizin wirklich wahrgenommen, obwohl es ganz viele Studien dazu gibt. Und was immer wieder auffällt, ist natürlich die Astragaluswurzel, die Ginsengwurzel, die Ashwagandha-Wurzel aus Indien, die Maca-Wurzel aus Mexiko und natürlich die Kurkuma-Wurzel. Und das sind Heilwurzeln, die unterschiedliche Kräfte entfalten können und die mit ihren sekundären Pflanzenstoffen, nicht Ginseng hat die Ginsenoide, von denen man genau weiß, wie viel Milligramm eines Extraktes man einnehmen muss, um eine bestimmte Wirkung zu haben. Oder die Astragaluswurzel mit ihren Astragaloiden, zum Beispiel Astragaloid 4, ein Mittel, das auf den Alterungsprozess Einfluss nimmt. Oder eben die Kurkuma-Wurzel, die so stark entzündungseindämmende Wirkungen hat. Also wir haben hier wunderbare Schätze aus dem Heilwissen anderer Kulturen. Und damit können wir jetzt dem verstaubten Image der Phytotherapie so ein bisschen, oder das heißt ein bisschen, ganz viel Auftrieb geben, weil seit wir auch die Möglichkeit haben, diese Wurzeln als Extrakte herzustellen, können wir sie auch wissenschaftlich vergleichen. Also ein Extraktionsverhältnis zum Beispiel wie bei OPC, Traubenkernextrakt, von 1 zu 100, bedeutet 100 mal stärkere Wirkung als einfaches OPC-Pulver. Das gleiche gilt für die Astragaluswurzel oder auch für die Ingwerwurzel. Wir können mit Extrakten jetzt plötzlich Studien machen und vergleichen und wissen dann genau, wie viel eines Extraktes wir einnehmen müssen, um dann auch eine entsprechende Wirkung erzielen zu können. Mhm. Gibt es da auch Einschränkungen, gerade in der Aufnahme? Wir hatten ja schon mal ein Interview über das Thema Darm geführt. Also dann brauche ich ja, glaube ich, erstmal einen funktionierenden, guten Darm, damit überhaupt die Kräuter und Extrakte vernünftig aufgenommen werden können. Oder sagst du, ja, das spielt sowieso alles in eins miteinander ein. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt und der hat Rheuma, ja, dann therapierst du dann direkt auf Rheuma und machst ihm dafür eine Mischung? Oder sagst du, nee, wir fangen jetzt erstmal bei dem ersten Baustein an? Gibt es da so einen Fahrplan? Naja, in meiner Praxis am Steinhuder Meer ist es so, dass wir erst eine hochmoderne Labordiagnostik machen. Das heißt, wir gucken, wie weit sind Entzündungswerte im Blut erhöht? Wie sieht es mit dem Darmmikrobiom aus, auch dem Psychobiom, der Teil des Darmes, der für unser Empfinden, auch unsere Art und Weise, wie wir die Dinge wahrnehmen, zuständig ist. Also wir können über auch die liquide Gut-Diagnostik, die Diagnostik des durchlässigen Darms, können wir unwahrscheinlich viel heute darüber sagen, wo die Ursachen sind, aus denen heraus dann sogenannte chronische degenerative Erkrankungen entstehen, an der heute 3/4 aller Menschen sterben letztendlich. Nicht chronische degenerative Erkrankungen, das ist zum Beispiel Diabetes, das ist der Herzinfarkt und der Schlaganfall, das sind die Rheumaerkrankungen, das sind aber auch Alzheimer-Demenzerkrankungen und eine riesige Reihe von Autoimmunerkrankungen, natürlich die Krebserkrankungen. Das sind chronische degenerative Erkrankungen, wo uns die Schulmedizin ja
mit einem sehr hohen finanziellen Aufwand begleitende Medizin zur Verfügung stellt. Das heißt, wir können eine Diabeteserkrankung mit Insulin begleiten und die Grundaussage ist, du kannst eigentlich wieder essen, was du willst. Mhm. Wir haben genug Insulin für dich bis an dein Lebensende. Ja. Und für die Schmerzpatienten gilt das Gleiche. Wir haben genug Schmerzmittel für euch. Nicht? Für die Magenpatienten das Gleiche. Was du isst, ist egal. Aber wir haben genug Säureblocker für dich. Mach ruhig weiter mit allem. Und ich erlebe tagtäglich, wie Patienten immer noch aus dem Krankenhaus kommen. In der heutigen Zeit, das muss man sich vorstellen, mit 15, 18 verschiedenen Medikamenten, wo sich Kollegen zutrauen, die Wechselwirkungen dieser Medikamente alle überblicken zu können. Wo manchmal Menschen drei verschiedene Sorten von Magenmitteln bekommen, aber in 3 Wochen Krankenhaus nicht ein einziges Wort über Ernährung gesprochen wurde. Mhm. Und von daher ist es so unwahrscheinlich wichtig, dass wir jetzt zu einer anderen Form der Medizin finden, zu einem anderen Gesundheitssystem, gerade nach Corona, ein Gesundheitssystem, das mehr ernährungsbasiert ist, das mehr den Schwerpunkt legt auf Prävention und nicht auf Behandlung, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja, auch die Ursachen finden, wirklich also die auch Ursachen das Grundinteresse. Und natürlich auch bekämpfen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, die Naturmedizin kann ihr volles Wirkspektrum besonders dann entfalten, wenn es uns als Menschen gelingt, Rahmenbedingungen zu gestalten. Und die erste Rahmenbedingung ist das Mindset. Mhm. Nicht? Will ich wirklich gesund werden? Ja. Und will ich mein volles biologisches Potenzial in diesem Leben leben? Oder will ich immer nur so als eine halbe Kümmerversion durchs Leben radeln, so als hätte ich 2 platte Reifen? Nicht? Wenn es mir gelingt, die Entscheidung zu treffen, ich weiß, wie es sich anfühlt, mit einem Fahrrad zu radeln, das aufgepumpte Reifen hat. Radfahren macht mir Spaß, ich komme weiter, kann weiter gesteckte Ziele erreichen. Und so kann ich auch mit meiner Gesundheit umgehen. Ich kann mein Leben so gestalten, dass ich wirklich mit vollen Reifen durchs Leben radle, indem ich eben diese Rahmenbedingungen optimiere. Weglasse das, wovon ich in der Ernährung genau weiß, dass es mich krank und schwach macht. Und das einbauen in meinen Ernährungsplan, wo völlig klar ist, weil es alle Spatzen von den Dächern pfeifen, nicht, was mein System stärkt und unterstützt. Und wenn ich diese Entscheidung treffe, dann steht heute ein unglaubliches Wissen uns allen zur Verfügung. Mhm. Nicht, ein Wissen, das genau uns zeigt, was passiert, wenn ich Zucker esse, wenn ich Omega-6-Fettsäuren zu mir nehme, wenn ich bestimmte Ernährungsfehler mache, was für Auswirkungen hat das und wie weit schränkt es meine Selbstempathie ein? Wie weit schwächt es mich auch in meinem Selbstbewusstsein, in meinem Selbstwertgefühl? Ich drücke ja alles durch meinen Lebensstil aus und wenn ich mich mit schlechtester Nahrung voll tue, wo völlig klar ist, dass sie mich langfristig krank macht, mhm, dann zeigt es ja auch, was ich für eine Haltung diesem Geschenk des Lebens gegenüber aufbringe. Und insofern ist diese Naturmedizin etwas Wunderbares, das wir einsetzen können, aber es braucht dazu eine Entscheidung. Nicht? Möchte ich dieses Leben gesund und kraftvoll leben? Empathisch, weit vorausschauend denken, ja, mich so ernähren, dass auch meine Zirbeldrüse gut arbeitet, nicht? Dass ich eine Selbstwahrnehmung habe, die mich unterstützt, den für mich richtigen Weg zu finden. Und auch da hat die Naturmedizin, gerade auch die chinesische, die tibetische Medizin, ganz viele hervorragende Kräuterrezepturen hervorgebracht, die in Deutschland auch eine Firma, die Firma Ethnohealth, zum Glück herausbringt. Kräuterrezepturen, die uns helfen, die uns unterstützen, diese Möglichkeiten des Menschseins auch wirklich auszuleben. Ja, da habe ich jetzt so ein Beispiel aus meinem privaten, eine private Geschichte. Ich hatte ganz normal im Fitnessstudio trainiert und immer meinen Sport gemacht und auch meine Kurse mitgemacht und hatte aber dann auch immer abends so Heißhunger, auch auf Nudeln und Brot, wie man es denn so kennt, ja. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ich habe mich entschieden, ich mache jetzt eine, wie von Rüdiger Dahlke, so die Peace-Food-Geschichte. Ja, kein Brot, keine Milchprodukte. Und wo ich früher dann auf dem Fahrrad Lust hatte auf eine Pasta, hat sich dann so nach 4, 5 Wochen das so entwickelt, dass ich auf dem Fahrrad saß und auf einmal hatte ich unglaublich Heißhunger auf Rosenkohl und dachte, hä, wo kommt denn das her? Wo ich dachte, okay, mein Körper entwickelt da jetzt wohl eine kulinarische Körperintelligenz, grünes Gemüse, Pendant zu Fleisch, Aminosäuren, so habe ich mir das dann hergeleitet.
Aber warum, obwohl wir das ganze Wissen haben und ich es jetzt am eigenen Leib erfahren habe, was es bedeutet, wenn man sich gesund ernährt und dass unser Körper... Und dann fängst du wieder an und dann bist du mal eingeladen, dann isst wieder ein Brot und schon fängst du wieder mit dem Ungesunden an. Also mir ist es ja auch selber so passiert, ja. Was sagst du als Arzt dazu, dass, obwohl wir das ganze Wissen haben und sogar vielleicht schon die Vorteile am eigenen Leib gespürt haben, was in unserem kleinen Hirn sitzt da, das uns dazu verführt, wieder in diese alten Muster zurückzufallen? Ja, das ist eine der Grundfragen, die mich natürlich auch immer wieder beschäftigt. Bei mir geht es genauso, wenn ich zu meiner Mutter zu Besuch komme nach Hessen. Da gibt es natürlich hessische Frikadellen und alle rote Wurst, so nennen wir das. Und da muss ich auch dreimal tief durchatmen. Aber wenn ich mich dazu entscheide, das wie früher als Kind zu essen, dann ist es von mir, passiert selten, aber wenn es passiert, ist eine bewusste Entscheidung, wo ich bewusst in Kauf nehme, dass es mir hinterher 4-5 Tage schlecht geht und ich in so einem Schwingungsniveau bin, das dann auch in Resonanz geht mit blöden Gedanken, mit blöden Gefühlen, auch dann mit Menschen, mit denen ich sonst vielleicht gar nicht treffen würde. Also man baut damit ein Feld auf, wenn man die Entscheidung trifft. Und wir sind alle gut beraten, wenn es uns gelingt, da den Überblick zu behalten, uns als Beobachter zu sehen, über uns zu schmunzeln und dann sagen, na gut, beim nächsten Mal überlege ich es mir noch mal zweimal, bevor ich die Entscheidung treffe. Aber die Auswirkungen des Fleischessens sind irrsinnig groß und es hat so viele Aspekte, die auch tief in die Darmflora mit reingehen. Mhm. Und gerade die Bakterien im Darm, die sind auch hungrig, genauso wie unsere Synapsen hungrig sind, nämlich hungrig nach bestimmten Erfahrungen. Und dann kommt das Lustzentrum dazu. Und bestimmte Gelüste aus der Kindheit, aus der Lebensgeschichte sind da abgespeichert. Und manchmal sind diese Synapsen dann so hungrig, dass man fast wie so ein Drogenabhängiger süchtig ist nach einem bestimmten Botenstoff. Und dann reicht die eigene innere Kraft nicht aus, da halt Stopp zu sagen. Und das passiert eigentlich immer dann, wenn man energetisch auf Reserve läuft, nicht? In der chinesischen Medizin sagen wir, unser Qi, unser Prana, wenn man das mit so einer Batterie vergleicht, dann können wir sagen, umso voller die Batterie ist, umso mehr bin ich Herr meiner, ja, all dieser emotionalen Stürme und dieser Gewitter, die in meinem Nervensystem, in meinem Stoffwechselsystem ablaufen. Ich kann dem Erdung, Standfestigkeit entgegensetzen. Und umso fester ich auf dem Boden stehe, umso mehr können blöde Gedanken oder blöde Nahrungsmittel mich auch feststehen lassen. Und für mich ist immer ganz spannend zu beobachten, dass es wirklich Rezepturen gibt, auch Brokkoli, das Sulforaphan aus dem Brokkoli gehört dazu, dass wir sehr wohl sehr viele biologische, ganz natürliche Stoffe haben, die unglaublich erdend und stabilisierend auf unser System einwirken und uns damit die Möglichkeit geben, stehen zu bleiben und wenn Stürme kommen, eben nicht gleich umzufallen und dann Gelüsten nachzugehen oder in Emotionen einzusteigen, die dann irgendwann wie eine Tsunami über uns drüber sausen, sodass wir dann weit, weit weg von uns katapultiert werden. Okay. Ja, und so ist das Ziel dieser Ethnomedizin, der Ganzheitsmedizin, eben auch nach alten, bewährten Kräuterrezepturen immer wieder zu schauen. Rezepturen, die Menschen in anderen Kulturen über die Jahrhunderte entwickelt haben, an die nächste Generation weitergegeben haben, weil es sich bewährt hat, weil es funktioniert. Und hat unser Planet eine Schatzkiste angehäuft über die Jahrtausende mit Wissen, was Menschen zum Wohl ihrer sozialen Gemeinschaft zusammengetragen haben. Und Ethnomedizin und diese Smart Medicine, wie ich sie gerne heute nennen möchte, ist eine smarte Medizin, die auf Bewährtes zurückgreift und das wissenschaftliche Überprüfbare zwar im Auge behält, aber in dem Moment, wo es Pharmazie dominiert ist, wo also eine Absicht dahinter steckt, ein bestimmtes Produkt auf den Markt bringen zu wollen oder zu müssen, dass dies mit mehr Abstand betrachtet wird und man sehr genau dann abwägt Risiko und Nutzen. Weil die chemischen Medikamente, so segensreich aus meiner Sicht auch vielleicht 15% aller Medikamente sind, so groß ist doch auch das Risiko der Nebenwirkungen dieser anderen 85%, dass man sich sehr genau überlegen muss, bin ich bereit, die Kraft aufzubringen, mein System in eine natürliche Balance zu bringen, mit meiner eigenen Verantwortung, oder muss ich die Kraft abgeben an ein Medikament? Ja. Und hier, denke ich, sind wir nach Corona jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir entscheiden müssen,
gebe ich wirklich die Verantwortung ab und warte darauf, dass von außen ein Medikament kommt, das mir das Heil bringt, ein Impfstoff oder ein Antivirustatikum. Oder sehe ich die Verantwortung bei mir, dass ich jetzt heute alles tue, um mein Leben in eine Balance hineinzubringen, wo ich wirklich sagen kann, ich habe für mich alles getan, um mein Immunsystem aufzubauen und durch ausreichend Schlaf, durch richtige Ernährung, durch regelmäßige Bewegung alles getan, um auch Sympathikus, Parasympathikus in Balance zu halten. Und wenn ich da auf dem Weg bin, dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir auf 85% der schulmedizinischen Mittel durchaus verzichten können. Ja, ja. Ja, das sehe ich auch so, dieses Wissen ist keine Bringschuld. Ja, wenn ich krank bin, dann ist Wissen eine Hohlschuld. Ich muss mich drum kümmern, weil nur ich kenne mich ja. Ich kann nicht draußen beim Arzt meine Jacke, meine Verantwortung im Flur abhängen und sagen, rette mich, mach mich gesund. Also wirklich auch dieses Bewusstsein, selber stark zu sein und seine eigene Wege zu finden und auch bei sich reinzuhören, fühlt sich das Medikament gut an oder auch nicht. Wunderbar, also genau so ist es. Ne? Egal wie lang der Kittel eines Arztes ist, entscheidend ist immer, was für ein Gefühl kommt bei mir an. Einmal dieser Person, die mir etwas verschreibt, ist da Vertrauen da, spüre ich da Kompetenz, ist da Empathie da, ist da Präsenz da. Präsenz ist heute überhaupt eins der größten Heilmittel. Und ist die Präsenz so stark des meines Gegenübers, des Heilers oder des Arztes, dass er wirklich ganz bei der Sache ist und individuell für mich als Mensch, als Person, für mich die beste Medizin ausgewählt hat. Nicht? Aber egal, wie groß seine Kompetenz ist, egal, wie lang der weiße Kittel ist, entscheidend bleibt immer mein eigenes Gefühl. Geht es in Resonanz mit meinem inneren Arzt? Nicht? Geht es in Resonanz, habe ich hier das Gefühl, das, was ich hier mache, was ich hier einnehme, den Weg, den ich hier gehe, der ist, fühlt sich gut an. Der kommt so an, dass ich ihn merke, ja, das passt zu mir. Und wenn immer ich das Gefühl habe, es passt nicht, oder ich nehme eine Medizin ein, wo ich merke, die tut mir nicht gut. Ja. Dann ist egal, wie oft der Arzt sagt, Sie müssen das einnehmen, dann sind wir aufgefordert heute. Spiele haben wir früher gespielt. Jetzt geht es darum, in ein neues Zeitalter zu gehen und wirklich mit der smarten Medizin rauszuspüren, was stärkt und unterstützt meinen Körper und was auf der anderen Seite schwächt ihn. Und so viel müssen wir heute jedem Patienten abverlangen, dass er sich übt darin, in der Selbstwahrnehmung selbst empathisch wahrzunehmen, das ist etwas, was mich bereichert. Und alles, was mich nicht bereichert, ich es 3 Monate genommen habe und es hat keine Wirkung gezeigt, weg damit, weg damit. Dazu haben wir zu viel zur Auswahl heute. Ja, es bietet sich dann auch immer an, also das kann ich so ein bisschen aus meiner Erfahrung sagen, mal die Frau zu fragen, wenn man als Mann seinen ersten Blutdrucksenker nimmt, über ein paar Wochen mal zu fragen, Schatz, bin ich noch der Gleiche? Und ich habe so viele Frauen manchmal bei mir in den Vorträgen, die rollen die Augen und sagen, seitdem der das Zeug nimmt, spinnt der, der flippt unnötig aus, der verwechselt Dinge, man argumentiert völlig aneinander vorbei. Also die Frauen erkennen durchaus auch eine Wesensveränderung bei den Männern, wenn sie Medikamente zu sich nehmen. Wir Frauen kennen das natürlich auch, wenn wir Hormone bekommen, dass wir natürlich eine Wesensveränderung auch haben, ja, also durch die ganzen Hitzewallungen. Also das ist ja auch noch ein Aspekt, in den ich reinkomme, durch das, dass ich Medikamente nehme und irgendwie so mich ja gar nicht reflektiert wahrnehme. Also da bietet sich doch vielleicht dann auch mal der Spiegel der Partner an. Absolut, absolut. Also es geht ja darum, den inneren Arzt. Manchmal kann der Partner den inneren Arzt des anderen besser interpretieren, gerade als Mann selbst. Ja. Und wir sehen es ja auch bei Burnout-Patienten, eine der Spezialisierungen in meiner Praxis am Steinhuder Meer, oder auch Rheuma-Patienten, nicht, wo einfach Signale des Körpers eine Botschaft in sich tragen. Und über diese Botschaft kann man drüber hinweggehen. Oder man erkennt an, dass man mit diesem Wunderwerk Körper einen Seismographen hat, der einem genau zeigt, wenn Dinge aus der Balance herausgeraten. Und diese vielen Signale, die der Körper aufzeigt, da neigen wir als Männer gerne drüber wegzugehen und das auch einfach auszuhalten. Aber der Partner ist häufig in der Lage, feine Signale, Nuancen wahrzunehmen. Und wohl dem Mann, es gelingt an der Stelle, solche
wohlwollende Botschaften der Ehefrau dann auch zu integrieren in sein Leben, um es mal milder auszudrücken. Ja. Wenn ich jetzt recherchiere, also angenommen, meine Frau hat mich jetzt darauf hingewiesen, dass die Blutdrucksenker mir doch nicht so wirklich gut tun. Was habe ich jetzt für Werkzeug? Also was gibt's da? OPC, L-Arginin, keine Ahnung. Also gibt's da so eine Mischung aus der Natur, wo ich sagen kann, komm, da kriegst du mal die Gefäße erweitert, noch ein bisschen Potenz mit oder keine Ahnung. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Gut, also in der Ethno-Health-Apotheke gibt es natürlich eine Reihe von Kräuterrezepturen, gerade aus der traditionellen chinesischen Medizin. Da sei genannt Bupleurum 9, der Haselurwurzelstock, eine wunderbare Rezeptur, wenn es darum geht, innere Spannung, Stress, Druck aus dem Körper rauszulassen. Das nehmen ja auch viele Führungskräfte manchmal, Blutdrucksenker, um runterzukommen. Ja, da wäre das auch was. Da gibt es erstmal nicht Alternativen, es sind erstmal ergänzende Mittel. Okay. Ich nehme in der setze die Schulmedizin deswegen nicht ab, sondern ich versuche mit dem Patienten Wege zu finden, dass man komplementärmedizinisch erstmal das Naturheilmittel, die chinesische Rezeptur oder eine Blutdruckrezeptur aus anderen Heilpflanzen erstmal dazu nimmt und dann über ein Antrainieren eines bestimmten Lebensstils, bestimmter Rituale, Atemtechniken, dann in eine Position kommt, wo man von innen heraus in eine Balance kommt, die es dann ermöglicht, mit einem hochdosierten Naturpräparat, einer hochdosierten Kräuterextraktmischung, vielleicht dann ein schulmedizinisches Medikament mit seinen Nebenwirkungen etwas reduzieren zu können. Und ich beobachte, das kann ich auch parallel dann laufen lassen. Das läuft parallel erstmal. Und parallel kann ich ja auch immer über den Blutdruck, über die Kontrolle sehen, funktioniert das, was ich mache. Ja. Nicht? Und wir machen gerade eine Mantra-Medicine-Challenge mit der Deva Primal, mache ich das seit knapp einem Jahr zusammen. Da geht es darum, mit einer einfachen Meditationstechnik 60 Tage lang, jeden Tag 10 Minuten zu meditieren. Und diese Studie, an der inzwischen 5000 Menschen teilnehmen, zeigt eindeutig, dass Meditation erstmal der Königsweg ist, auch gerade bei Bluthochdruck. Da bringen schon 10 Minuten, bringen unglaublich viel. Wenn dann noch mal eine Viertelstunde Fahrrad fahren oder joggen und noch was dazukommt, dann sind schon mal die ersten Rahmenbedingungen geschaffen. Wenn es dann gelingt, im Fleischkonsum sich runterzufahren, vielleicht sogar auf vegetarisch oder flexi-vegan zu kommen, dann sind Rahmenbedingungen geschaffen, unter denen dann naturmedizinische Rezepturen aus der Ethno-Health-Apotheke viel besser greifen können. Und das ermöglicht dann auch die Chance, chemische Mittel langsam runterzufahren und wenn der Blutdruck es zulässt, dann auch ganz abzusetzen. Okay. Und die Erfolge, die wir haben, sind eigentlich, ja, ich würde eher sagen, erschreckend. Erschreckend, gut, was die Naturapotheke uns hier bietet. Ja. Und alles, was aus der Natur kommt, hat eine Kraft, die wir nutzen können. Wir müssen nicht auf die Chemie zurückgreifen. Mhm. Aber wenn wir es mit Natur versuchen wollen, braucht es eben auch eine natürliche Lebensführung dazu. Ja, schön. Ja, toller Überblick wieder. Die Zeit rast, wir sind schon wieder durch. War wieder sehr spannend mit dir. Vielen Dank, lieber Ingfried. Und ja, ich freue mich auf weitere spannende Interviews mit dir in der Zukunft noch. Und ja, schön, dass du da warst. Sehr gerne. Danke. Liebe Zuschauer, heute wieder noch mal einen tollen Überblick bekommen. Über die ganzen Zusammenhänge, was für Möglichkeiten wir haben, dass wir in die Eigenverantwortung kommen dürfen, jeder für sich in seiner Möglichkeit. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir wirklich alles nutzen. Wir haben heute die Möglichkeiten, auf so viel Informationen zurückzugreifen und sind viel freier wie früher. Wir müssen in keine Bibliothek mehr laufen und nutzen eben diese Möglichkeiten, hier auf dem schnellen Weg uns einen Einblick in gesunde Heilmethoden zu verschaffen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.